Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vorab vielen Dank für mittlerweile 110, 114, ich weiß nicht, Abonnenten. Danke dafür. Dafür gibt es heute ein Special-Video. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Sprint to Glory, wurde sich auch von dem einen oder anderen gewünscht. Deswegen gehen wir da heute rein mit dem VfB Stuttgart. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, wen man da eventuell zurückholen kann. Deswegen gehen wir da rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. Gerne auch einen Kommentar da lassen für den Algorithmus. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Let's go. Wir werden natürlich unser Transferbudget ordentlich erhöhen. 500 Millionen dürfte passen. Transferstränge locker. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein. Da ist er. Wird vorgestellt beim VfB. Mr. Wahl. Ich habe original nur die Frisur geändert. Ist ja auch egal. Wir nehmen das teuerste Turnier mit, weil mit den 500 Millionen sind wir schlecht aufgestellt. Gehen wir direkt rein und suchen ein paar Spieler. Zurück holen wir einen gewissen Timo Werner. Dann holen wir zurück Rüdiger. Dann holen wir zurück Joshua Kimmich mit der Hoffnung, dass es klappt. So, vorher gehen wir aber kurz mal in die Teamzentrale. Und zwar Kempf, Anton. Lassen wir mal da. Stenzel weg. Karasor weg. Endo bleibt, ganz klar. Tommy bleibt auch. Mangala bleibt. Didavi weg. Clement weg. Wir sortieren hier natürlich erstmal aus. Silas bleibt natürlich da. Ja, komm, der Rest ist jetzt nicht so erstrebenswert. Würde ich sagen, kümmern wir uns direkt mal um die Transfers. Werner zwischen 72 und 103 Millionen. Da gehen wir direkt rein. 85 Millionen. Was sagt ihr dazu? Perfekt. Wunderbar. Auch direkt rein in die Verhandlung mit Timo Werner. Teamrolle. Schlüsselspieler, ganz klar. Vertrag. 5 Jahre wird er nicht annehmen. Machen wir 4. Jawohl. Freigabesumme übergehen wir natürlich. 93.000 Gehalt. Einstiegsbonus von... Okay, warte mal. Darf schon 100... 105 und 750.000. Perfekt. Erster Transfer getätigt. Timo Werner ist zurück. Machen wir weiter mit Rüdiger. Der würde eher ein Schnapper. Machen wir gar nicht lange rum. 35 Millionen. Wunderbar. Easy. Natürlich Schlüsselspieler, jawohl. 2 Jahre. Ah, machen wir 4 draus. Machen wir 3 draus. Komm, Antonio. Sei nicht so. Freigabesumme übergehen wir. Freigabesumme ablehnen. Kein Bock, dass der auf einmal weg ist. 130 bekommt er. Gehen wir mit 110. Einstiegsbonus von 650.000. Was sagt er? Sehr schön. Nächster Transfer getätigt. Und jetzt Jo Kimmich. Boah, der wird teuer. Zwischen 142 und 205 Millionen. Komm zurück in die Heimat, mein Freund. Machen wir direkt 190. Was sagt die FC Bayern? Was eine geile Reaktion. So, der wird eher teuer, deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie viel Geld wir denn noch haben. Herzlich willkommen, Joshua. Schlüsselspieler, selbstverständlich. 5 Jahre. Komm, sei kein Frosch. Jawohl, hat er sich so vorgestellt. Freigabesumme übergehen. Gehalt, bei dem müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr drauflegen. Machen wir mal 150. Einstiegsbonus von 850, komm. Sehr schön. Nächster Spieler. Wir kaufen ordentlich ein. Dann ist mir noch ein gewisser Gnabry gerade eingefallen. Kommt ja auch vom VfB. Wird auch nochmal ein bisschen teurer. So, Serge, wir könnten auch die Freigabesumme ziehen. Wusste gar nicht, dass der eine hat. Aber... wir probieren es so. Ja, zwischen 102 und 140 Millionen. Alles klar. Wir gehen direkt mit 125 Millionen. Nagelsmann und ich. Wir sind so. Teamrolle, natürlich Schlüsselspieler. Ganz klar. 5 Jahre. Was sagst du? Wunderbar. Freigabesumme. Ablehnen. 117,5. Und Einstiegsbonus von 700. Wunderbar. Serge ist auch da. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz das Team an. Müssen natürlich hier auch an der Ausstellung was ändern. 4-3-3 offensiv. Wie man es von mir gewohnt ist. So, da müssen wir ganz klar anfangen. Werner vorne rein. Dann Kimmich mit Mangala. Was für Endo natürlich nicht bedeutet, dass er nicht spielen darf. Völlig klar. Serge. Auf den Flügel. Wo ist mein Silas? Silas. Da. Machen dann, würde ich sagen, Gnabry zum linken Flügel. Rüdiger mit Kempf in der IV. Dann sieht das doch ganz gut aus. Haben wir einen Rechtsverteidiger? Rechtsverteidiger haben wir keinen. Okay. Kein Rechtsverteidiger. Da müssen wir dann nochmal was machen. So, mal ganz kurz rein hier in Entwicklungspläne. Sosa machen wir ganz geschmeidig zum LV. Kimmich zum ZM. Dürfte auch nicht so lange dauern. Macht die am besten alle zum ZM. So, Gnabry wird zum linken Flügel. 2 Wochen entspannt. Silas wird zum rechten Flügel. Dann passt es doch ganz gut. Wir brauchen einen Rechtsverteidiger.
Ich habe schon jemanden im Kopf. Und eventuell brauchen wir noch einen fürs ZOM. Damit Förster will ich jetzt eigentlich nicht gehen. So, Riedle Baku habe ich mir da ausgesucht. Den kann man dann zum Rechtsverteidiger ummoden. Ich hätte auch Pavard holen können, aber... Nee. Nö. Transferangebot für Förster. 3 Millionen. 3,2 Millionen nehmen wir an. Viel mehr kriegen wir für den sowieso nicht. So steht das erste Testspiel an. Wir machen eine Schnellsimulation. Und spielen 1-1 gegen Anderlecht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, Förster verkauft. Angebot für Karasor. 2,6 nehmen wir an. Und für Koulibaly 3,9 nehmen wir auch an. Okay. Interessant, dass der so teuer ist. Abschlussbericht zu Baku. Gucken wir mal, was der kostet, der Kollege. 32 Millionen kann man durchaus machen. So, gehen wir es direkt an. Riedle Baku. Das müssen wir zahlen zwischen... 37,9 und 52,9. Nee, Freigabesumme ziehen wir nicht. Wir gehen rein in die Verhandlungen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal mit 43,5. Komm. Wie geil ist das eigentlich? Gehen wir dann noch kurz rein. Schlüsselspieler, jawohl. 5-Jahres-Vertrag, jawohl. Freigabesumme übergehen. Der wird vom Gehalt ein bisschen billiger. 55 und Bonus von 100.000. Dürfte zufrieden sein, oder? Nächster Spieler. Packen wir direkt auch mal rein. Packen wir direkt mal rein als Rechtsverteidiger. Und dann muss auf die Bank auf jeden Fall ein gewisser Kalajdzic. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir den haben. Erik Tommy kommt auch mit auf die Bank. Ja, sieht... ziemlich dünn aus. Führig, ja, vielleicht gehen wir auch mit Führig einfach in ZOM. Kurz hier noch, wird zum RV. Dauert auch nicht lange, sehr gut. Oh, wir haben ein Angebot für Kalajdzic, 18,8 Millionen. Wir gehen mal rein in eine Verhandlung. Wenn wir hier 25 Millionen bekommen, dann gebe ich den auch gerne ab. 25,5. Und 24,5. 24,6. Dann lehnen wir das ab. Nächstes Spiel gegen Standard Lüttich. Schnellsimulation. Let's go, Männer. 2-1 Sieg. Werner trifft und Baku trifft. Geil. Transferangebote für die Davi. Ja, mehr kriegen wir dafür eh nicht. Und für Endo. Ne, so, gehen wir mal hier rein. Sobeschlei hat eine 77. Wirtz hat eine 79. 37 Millionen. Puh, den müssen wir eigentlich würde ich mich bei Wirtz sehen. Koulibaly verkauft. Sehr gut. Nächstes Spiel gegen Trabzonspor. Schnellsimulation. Und wir gewinnen wieder 2-1. Gnabry und Werner fangen jetzt so langsam an. Ginter wechselt zu Real. Transferangebot für Bredlo. Laie mit Kaufoption. Ja, macht halt. Nächstes Spiel gegen Nantes. Wir überspringen das natürlich. Und verlieren mit 4-3 im Elfmeterschießen. Kimmich hat verschossen. Alter, Kimmich. Die Derby verkauft. Entwicklungspläne abgeschlossen. Sehr gut. Ganz kurz schauen, wie viel Geld wir denn jetzt gerade haben. 27 Millionen. Wie viel müssen wir denn für Wirtz bezahlen? Vielleicht können wir hier einen Tausch machen. Ne, wir warten mal noch ab. Wir warten mal lieber noch ab. Transferangebot für Clement. Ja, hol ihn dir. Der nächste verkaufte. Clement ist weg. Transferangebot für Stenzel. 1,5 nehmen wir an. Stenzel wurde auch verkauft. Sehr gut. So, wir gehen es jetzt an mit Wirtz. Wir haben zwar nur 30 Millionen, aber hey, wir versuchen einen Tauschdeal auszuhandeln. So, 30. Kalajdzic. Ich kann nicht so viel zahlen, Jungs. So, mehr geht nicht. Haben wir vielleicht einen anderen? Einen Innenverteidiger vielleicht? Nö. Torhüter? Nö. Stürmer? Ich kann nicht so viel zahlen, Leute. Da müssen wir vielleicht bis zur Winterpause warten oder so. Soboschlei könnten wir uns locker leisten. Olmo eher nicht. Soboschlei? Komm, warum nicht? 29 Millionen. Und Silas. Hajo. Hajo. Tauschspieler entfernen. 29,5. Da freuen sie sich. Da freuen sie sich. Schlüsselspieler. Keine Freigabesumme. Jo. 45.000. Einstiegsbonus. 75.000. Passt. Soboschlei auch starker Spieler. Mit Fürich haben wir da noch einen guten Mann auf der Bank. Sehr gut. So, erstes Spiel steht an gegen Fürth. Simulieren wir. Let's go. Erstes Spiel, erster Sieg. Wow.
Wow, wow, wow. Leihangebot für Bredlo, komm. Haben wir nicht voll. Transferangebot für Kempf. Das könnt ihr vergessen. Nächstes Spiel direkt gegen Leipzig. Simuliere. Schnellsimulation. 3-0 Sieg. Holy moly. Soboschlei trifft, Gnabry trifft und Silas trifft nach 2 Minuten. So, nächstes Spiel gegen Freiburg nehmen wir auch noch mit. Dann ist Deadline Day und dann simulieren wir bis zur Winterpause durch. Ihr kennt das. Was geht gegen Freiburg? 2-1 Niederlage. Ja, moin. Leipzig 3-0 weggehauen und 2-1 gegen Freiburg verloren. Macht Sinn. Leihangebot für Massimo. Einfach nur eine Leihe. Der wird wichtig für die Zukunft. 514 Millionen haben die hingenommen. Holy Macaroni. So, Deadline Day rum. Massimo hat ihre Leihe abgelehnt. Perfekt. Dann würde ich sagen, springen wir in den Kalender und simulieren durch bis zum 1. Januar. So, angekommen im Jahr 2022. Frohes Neues, meine Freunde. Wir gehen mal rein und gucken, wie wir dastehen. Wir sind Vierter. Arsenal hat mal Panos zurückgeholt. Ja, wir bekommen viele Tore, so wird es aus. Bayern ist Erster. Und wir schauen mal Pokal. Wir sind rausgeflogen in Runde 3 im Elfmeterschießen. Ja, moin. Wolfsburg hat Mamouche zurückgeholt. Arsenal hat mal Panos zurückgeholt. Ja, wir können, glaube ich, auf dem Transfermarkt gar nichts machen. Wir haben 3 Millionen. Das ist nichts. Dann würde ich sagen, simulieren wir mal weiter bis zum Deadline-Day und gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Transferangebot für Kempf. 10 Millionen. Nee. 1 Million wollte mich verarschen. So, Spiel gegen Fürth. Da hat man ja zu Beginn der Saison gejoked. Deswegen holen wir Gewinn mit 2-1. Gnabry Doppelpack. Stark. Tschechien will, dass ich Nationaltrainer werde. Nö, danke. So, Spiel gegen Leipzig. Richtungsweisend, würde ich sagen. Gucken wir mal, was draus wird. 3-1 Sieg. Stark. Werner, Gnabry und Kimmich. Ich glaube, dann ist das letzte Spiel für die Wintertransferphase. Team sieht gut aus, finde ich. Wir simulieren gegen Freiburg. 1-1. Werner trifft. Transferangebot an Al-Ghabi. Ja gut. Ajax will Kempf für 11,6 Millionen. Lehnen wir aber ab. Angebot für Mangala. Sargent. Ganz genau. So, Deadline Day steht wieder an. Was gibt's? Leihangebot für Mola. Kannst du machen. So, die letzten Stunden verstreichen hier. Deadline Day ist rum. Wir springen zum Kalender und landen hoffentlich am Ende in der Champions League. Sieht gut aus im Moment. So, wir springen bis vor so angekommen. Vor dem letzten Spieltag gegen Köln. 1-1 gegen Bayern gespielt. Wir gucken, wo wir stehen. Oh, und wir sind Vierter. Punktgleich mit Dortmund. Bayern mit 22 Punkten vor Leverkusen. Ja, moin. So, wir gucken mal kurz aufs Team. Gnabry 86, Werner 86, Silas 79, Kimmich gleich geblieben, Rüdiger ist nochmal hoch. Baku ist auch hoch. Sehr stark. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Köln. Dortmund-Spiel gegen Berlin. Wie sieht es denn mit der Tordifferenz aus? Auch gleiche Tordifferenz. Ich glaube, wir haben gegen Dortmund verloren. Wow. Wow. Okay. Nochmal Spannung am letzten Spieltag. Ich würde sagen, wir ziehen uns das Ganze einfach rein. Ja, automatische Sätze. Und los. Okay, 2-2. Ich bin gespannt. Was hat Dortmund gemacht? Auch 1-1. Oh Mann. Ach, ich weiß. Hätte Fahrradkette. Oh, Dortmund ist sogar noch. Hä? Warum sind wir jetzt vor Dortmund? Egal. Was? Keiner von uns dabei. Okay. Hä? Egal, wir gehen rein in die nächste Saison. So, neue Saison. Saison 2. Natürlich Turnier mit dem meisten Geld. Wer hätte es gedacht. Und wir brauchen, glaube ich, einen anderen Torhüter. Und vielleicht noch was für die IV. Ganz wichtig, wir haben 127 Millionen zur Verfügung. Nice. Machen wir mal, komm, mach 70 Millionen. Was sagen die da? Pochettino. Was sagst du? 71 und 10% Weiterverkaufsgebühr. Okay. Der verdient bestimmt einen Haufen Asche. Schlüsselspieler, yo. 5 Jahre, was sagst du? Jawohl. Keine Freigabesumme. 115.000 hat er verdient. Gehen wir mal auf 120. Einstiegsbonus von 500. Passt, oder? Was sagst du? Da freut er sich. Und dann Trapp oder Leno? Ich würde eher Leno sagen. 25 Millionen. 25 Millionen. Was sagt ihr? Passt. Wichtig. Er will Schlüsselspieler sein. Okay. 3 Jahre. Nehmen wir an. Freigabesumme übergehen. Gehalt.
75.000, Einstiegsbonus 200.000. So, und herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim VfB Stuttgart. Sieht schon wild aus. Stuttgart holt Kimpembe. Hesses Weltmeisterschaft. Was? Erstes Spiel der Saison. Wir packen mal noch ganz kurz Kimpembe und Leno in die Startelf. Erstes Spiel der Saison gegen Gladbach. Wir gehen rein. Schnellsimulation. Let's go. Und gibt den ersten Sieg. Gnabry mit einem Doppelpack. Ganz stark. Und jetzt Spiel gegen Schalke 04. Den sind die wohl auch aufgestiegen. Schnellsimulation. Wir fackeln gar nicht lang rum. Let's go. 1-1 und Gnabry. Oh Mann. Dann steht noch das letzte Spiel an vorm Deadline Day. Gegen Freiburg. Gnabry muss ersetzt werden. Macht unser Co-Trainer schon. 2-1 Sieg. Führig trifft und Kimmich trifft. Sehr gut. So, Deadline Day. Gucken wir mal, ob noch irgendwas passiert. So, und damit Transferfenster geschlossen. Wir springen in den Kalender und sehen uns im Januar wieder. Ah, wir können mal kurz gucken. Champions League. Wir sind in der Gruppe mit Man City, Porto und Apoel Nicosia. Könnte eigentlich machbar sein. Was machen die anderen? Leverkusen, Barca, Liverpool, Kiew, Leipzig, Mailand, West Ham, United, Bayern, Chelsea, Lyon. Das ist eine machbare Gruppe, Jungs. Wir schreiten voran bis in den Januar. So, wir sind im Januar angekommen und wir sind einfach Platz 1 in der Liga. Holy Macaroni. Boah. Und schon 7 Punkte Vorsprung. Wir haben 36 Tore geschossen und nur 18 bekommen. Ja gut, da gibt es Hoffenheim und Leverkusen, die besser sind. Aber ja gut, ganz stark, oha. Wenn wir schon hier sind, gucken wir kurz in die Champions League. Ich habe es schon gesehen in der Simulation. Aber wir gucken es uns gemeinsam an. Wir sind weiter und spielen gegen Barca. Aber Jungs, wir haben beide Spiele gegen Man City gewonnen. 1-0 und 4-3. Holy Macaroni. Wir sind richtig gut drauf. Einfach 5 Siege in der Champions League. Und wir haben gegen Porto gechoked, nicht gegen Man City. So, gehen wir mal noch rüber in den Pokal. Wie sieht's da aus? Da sind wir weiter. Wir sind im Viertelfinale, spielen jetzt gegen Dortmund. Wir sind in allen Wettbewerben auf Kurs. Schauen wir uns mal kurz die Mannschaft an. Wir haben Gnabry mit einer 87, Werner mit einer 88. Junge, leck mich fett. Silas auf einer 81, Soboschlei 81, Kimmich hat eine 91 mittlerweile. Baku auf einer 83, Rüdiger 85, Kimpembe auf eine 86 hoch, Sosa auf einer 80 und Leno auf einer 83. Ganz stark. Jungs, wir sind so auf Kurs. Ich habe überlegt, ob wir eventuell für die Mangala-Position einen besseren holen. Hab und zwar Florian Neuhaus. 25. Der sieht doch gut aus. Nochmal Verstärkung holen. So 50 Millionen ist der wert. 45. Und Joshua Kimmich. Und Mangala oder Endo. Probieren wir mal. Aha, perfekt. Perfekt. Wir schauen uns an, was der an Geld will. Teamrolle, Schlüsselspieler, ganz klarer Fall. Vertragsdauer, 5 Jahre. Akzeptiere mal, keine Freigabesumme, sehr gut. 51.000. Komm, sagt hier mal so, wie es ist. Wunderbar. So, Neuhaus kommt direkt rein. Mangala auf die Bank. Boah, jetzt sieht das Team richtig brachial aus. Wir spielen jetzt gegen Leverkusen. Transferfenster schließt bald. Wir nehmen das Ganze mit. Schnellsimulation. Wir gewinnen mit 3-1. Bakambu hat einen Elfmeter verschossen. Werner, Silas, Baku. Stark. So, Spiel gegen Bayern. Wir könnten uns jetzt ein bisschen absetzen von denen. Schnellsimulation. Let's go. 2-1 Sieg. Werner und Baku. Davis kassiert eine Gelb-Rote. Wir sind effizient, so wie das aussieht. So, Deadline Day. Gucken wir mal, ob noch was passiert. So, Deadline Day zu Ende. Schau mal, wo wir am Ende landen. Ich würde sagen, wir springen vor das letzte Ligaspiel. Perfekt, direkt im Pokal raus. Vor dem letzten Spieltag angekommen. Die Rückrunde war nicht so nice. Okay, wir sind Erster. Und wir sind auch Safe Meister. Wir gucken mal kurz. DFB-Pokal und Champions League. Schauen wir uns mal kurz an. Pokal. Dortmund ist weiter. Ja, gegen die sind wir nämlich direkt rausgeflogen. 2-1. Und in der Champions League sind wir auch rausgeflogen. Bayern im Finale. Nice. Wir sind im Viertelfinale gegen Sevilla rausgeflogen. Nach einem Hinspiel unentschieden haben wir das Rückspiel 2-0 verloren. Heißt aber, wir sind gegen Barca weitergekommen. 3-2 Sieg im Hinspiel, 2-2 im Rückspiel. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins letzte Spiel. Ich würde sagen, wir machen Schnellsimulation. Meister sind wir. Gewinnen das letzte Spiel auch. Sehr gut. Und Mainz gewinnt den Pokal.
Heieiei. 3-1 gegen Dortmund, was? Saison ist zu Ende. Wir gucken mal noch kurz erstmal, wer absteigt. Hamburg und Düsseldorf steigen ab. Union auf Platz 16. Wer geht mit in die Champions League? Bayern, Leverkusen, Dortmund, Leipzig, Augsburg auf Europa League Kurs. Ja, mein. Wer hat die Champions League gewonnen? Liverpool. No, okay. Euroleague-Sieger noch kurz abchecken. Juve in einem italienischen Finale. Drei Mannschaften im Halbfinale gewesen. So, dann beenden wir die Saison. So, Saison 3 startet. Wir nehmen wie immer das meiste Preisgeld mit. Gucken kurz auf den Kader. Werner immer noch bei einer 88, Silas auf einer 82. Soboschlei auf einer 83, ganz stark. Kimmich 91, Neuhaus 85, Rüdiger 85, Kimpembe auf einer 87, Baku auf einer 84, ganz stark. Jungs, ey, geht richtig ab. Wir müssen, ich glaube, wir brauchen für Silas was anderes. Vielleicht auch ZOM und Linksverteidigung eventuell. Wir müssen gleich mal gucken, was haben wir denn an Budget. 161 Millionen haben wir. 161 Millionen. Wir holen einfach Messi, komm. Da geben wir jetzt gar keine Fix. Und den kriegt man auch richtig günstig. Wir gehen mal mit 72,5. 78,9. Machen wir 75,5, komm. Sehr schön. Lionel Messi zum VfB Stuttgart. Wenn man die Champions League gewinnen will, braucht man Lionel Messi. 160.000 bekommt er. Ja, zwei Jährchen, viel länger macht er eh nicht mehr. Freigabesumme übergehen. 105.000, 15 Tore. Ja, das lassen wir und Bonus entfernen wir. So, was sagst du? 115, okay, okay. Messi geholt, yibi. Mares tüten wir dann auch noch ein. Was müssen wir für Mondi bezahlen? Ja, entspannt. 72 Millionen oder sowas, dann passt es. Geben vielleicht noch Sosa dazu. Spieletausch, so. Außenverteidiger, Sosa. Und Carlo und 65 Millionen. So macht man Geld, Jungs. So macht man Geld. Schlüsselspieler, ja. Wow. 230.000. Heieiei. Keine Freigabesumme, wunderbar. Wow. Er geht einfach um 105.000 runter. Bonus entfernen wir. Einstiegsbonus. Oh, das ist ein bisschen viel, mein Freund. Machen wir so. Hm? Was sagst du? Oh ja, okay. Komm. Bevor wir hier jetzt noch irgendwas verdeichseln. So. Dann holen wir noch auf ganz entspannt Mares. Ah, das war jetzt nicht so klug, glaube ich. Freigabesumme. Ja, komm. Kriegt er halt eine Freigabesumme. 75.000. Einstiegsbonus von 500.000. Kannst du nochmal ein dickes Auto kaufen. Herzlich willkommen, Riyad Mahrez. Direkt ganz wilde Transfers hier zu Beginn. Das kann sich doch sehen lassen. So, Finale. Supercup gegen Mainz. Schnellsimulation, würde ich sagen. Okay, wir verlieren gegen Mainz. Erstes Spiel in der Liga steht an gegen Köln. Das, wenn wir das verlieren, dann weiß ich auch nicht. 1-0. Gerade so. So, zweites Spiel in der Liga. Zweiter Sieg. Fragezeichen. Schnelle Simulation. Und 3-0. Mangala. Soboschlei. Soboschlei. Doppelpack. Ganz stark. So, Spiel Nummer 3. Schnelle Simulation. Und wir gewinnen mit 2-0. Gnabry und Neuhaus. Ganz stark. So, Deadline Day ist vorbei. Wir springen kurz rein. Gucken uns an, mit wem wir in der Gruppe in der Champions League sind. Wow, easy Gruppe. Marseille, Fenerbahce und Lokomotive Moskau. Was machen die anderen? Bayern, Man U, Lazio, Dortmund, Liverpool, Donetsk, Salzburg, Leverkusen, Juve und Real. Ab in den Januar. So, angekommen in 2024. Die Liga scheint sehr spannend zu sein. Jetzt sind nur Vierter. Bayern Erster mit 4 Punkten. Leverkusen Zweiter. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je, oh je. Leipzig ist 16. Das freut mich tatsächlich. Gucken wir kurz Pokal. Wir spielen gegen Bayern im Viertelfinale. Und noch kurz Champions League. Wie sieht's da aus? Sind wir weitergekommen? Ja. Gegen Atletico. Ach du Scheiße. Es war sehr durchwachsen. Es ist sehr durchwachsen. Der ist vielleicht noch hungriger auf Titel. Den entspannten Tausch. Transfersumme anbieten. Oh Gott, das wird ganz eng, glaube ich. 40 Millionen. Und okay, können wir uns nicht leisten. Probieren wir mal Van Dijk. Ja, den können wir uns schon eher leisten. 40 Millionen und Rüdiger. Jürgen, wunderbar. Jo, jo, jo. 180.000 und 1,25. Willkommen, Virgil. Hol dir nochmal die Champions League, mein Junge. So, wegweisendes Spiel. Jetzt gegen Bayern. Schnellsimulation. Come on, Van Dijk. Du bist Stabilisator jetzt da hinten drinne.
Und wir gewinnen. So beschleunigt, Elfmeter verschossen. Kimpembe mit Tor, Neuhaus mit Tor. Stark. So, jetzt spielen wir gegen Union Berlin. Komm, nächster Sieg. 1-1. Ey, Mann. Abonni. Geh mal nicht auf den Sack. So, jetzt ist Viertelfinale Pokal gegen Bayern. Schnellsimulation. Und wir gewinnen. Messi hat jetzt auch mal getroffen. Schön. So, Buschlei. Halbfinale Pokal ist schon mal safe. Es ist rum. Wir gehen rein in den Kalender und hoffen, dass wir jetzt noch in einige Finals kommen. Bringen bis zum vorletzten Spiel. Let's go. So, angekommen. Die Rückrunde war miserabel. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, wir sind Platz 4. Ach, du heilige Scheiße. Boah, mit dem Kader Platz 4, das ist miserabel. Wir haben zwar die meisten Tore, aber wir haben halt auch sackviele Gegentore. Oh, yes. Gucken kurz Champions League. Wir sind direkt rausgeflogen. Kann ich schon mal spoilern. Gegen Atletico haben wir gar kein Land gesehen. 2x3-1 verloren. Pokal waren wir ja im Halbfinale. Wir haben gegen Bielefeld verloren. Das kann ich nicht ausdenken. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen das letzte Spiel mal noch mit. Verlieren 1-0 im letzten Spiel. Herr Werner immerhin jetzt mal ein paar mehr Tore. Wir gucken uns mal kurz die Mannschaft an. Messi ist auf eine 86 runter. Soboschlei auf eine 86 hoch. Van Dijk, ja gut. Also, das war nix. Wir gucken mal kurz auf meine Karriere. Was haben wir denn in den 3 Jahren erreicht? Höchste Niederlage gegen Bielefeld. Gewonnene Meisterschaften haben wir eine. Keine Pokale, keine Champions League, Europa League, nix. Es war einfach schlecht. Es war am Ende einfach schlecht. Es hat nicht sollen sein. Wir haben 3 Saisons hinter uns. Ich würde sagen, damit ist auch genug. Respekt an alle YouTuber, die das regelmäßig machen. Holy shit, ich habe jetzt 3 Stunden lang aufgenommen. Lasst deswegen an der Stelle gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, die Champions League zu gewinnen. Lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das feiert, ob euch das Ganze gefällt, ob ich sowas vielleicht auch öfter mal machen soll. Checkt gerne meine Karriere mit meinem eigenen Verein ab. In diesem Sinne soll es damit gewesen sein. Fair bleiben, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.